you watch me bleeding till I can't breathe. Shaking, falling onto my knees. And now that I'm without your kisses, I'll be needing stitches. Yo, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Daily Onessa Vlog. Jedes Mal, wenn ich die Kamera anmache, macht die so und knickt so vom Stativ ab. Ich fange jetzt erst an zu vloggen. Was heißt jetzt erst? Es ist immer noch mega früh, aber ich bin schon voll früh aufgestanden, weil ich zu einem Termin gefahren bin. Also ich musste ein bisschen was besprechen und so. Jetzt bin ich zu Hause, jetzt habe ich gerade den Vlog geschnitten. Wie gesagt, es ist immer noch sehr früh. Ich wollte ja eigentlich schon morgen oder so mit der Stoffwechselkur anfangen. Allerdings ist das Problem, dass ich noch die Globuli brauche und die soll man schon an den 2 Cheat Days nehmen. Und ich bekomme die wahrscheinlich erst heute Nachmittag. Deswegen kann ich dann morgen erst die regulären Cheat Days machen und kann dann erst Montag mit der Kur anfangen. Aber ist nicht schlimm, alles noch im Rahmen. Und ich bin so gespannt darauf. Ich freue mich richtig. Ich habe gerade so einen Test gemacht, ob man übersäuert ist. Und ich bin übersäuert, was ich auch erwartet habe. Deswegen bin ich richtig gespannt, wie sich das so auswirkt bei der Stoffwechselkur, ob man dann merkt, also da wird man ja dann dadurch wieder basisch und ob man dann so einen krassen Unterschied merkt oder überhaupt irgendwas merkt. Ja. Jetzt habe ich auf jeden Fall meinen Vlog geschnitten. Was sollte ich euch denn noch erzählt haben? Ich vergessen. Was da? Das sieht in der Kamera aus wie eine Fussel. Ich glaube, es ist Licht. Wie auch immer. Auf jeden Fall, was mache ich jetzt? Ich weiß gar nicht. Ich mache jetzt noch mein Video fertig für Samstag, also für morgen. Ihr habt es hoffentlich schon gesehen. Es ist ein Rezeptvideo, was ihr alle angefragt habt. Zu den Brownies, zu den Low-Carb-Brownies. Guckt es euch an, wenn ihr es noch nicht gesehen habt. Und rast aus. Was sollte ich noch sagen? Keine Ahnung, ja, später habe ich dann noch einen Termin, dann habe ich heute Abend noch einen Termin und dann muss ich arbeiten. That's my day, full of Termins. Aber ist nicht schlimm, weil das sind alles gute Termine, gute für Zukunft und so. Ja, so sieht's aus. Jetzt mache ich hier erstmal meine Videos fertig. Wenn ihr wüsstet, was wir uns gerade erzählen, ne? Hallo! Ich habe mich gerade fertig gemacht, ein bisschen gesminkt. Mit der Naked Smokey. Alles okay? Ist alles okay? Ja? Nee? Vielleicht? Ja? Alles gut? Brauchst du einen Smoothie? Ah. Jetzt Bett. Was ist los? Okay. Jetzt. Ich muss auf jeden Fall gleich wieder los. Ich mache mir jetzt noch ein YouTube-Video an. Und dann muss ich los. Ja. Einfach so bei mir aus. Wie süß ist sie denn bitte? Die chillt ja einfach so. Hm, Baby. Aber bist du ganz süß? Also, da frage ich mich so, wenn das jemand sieht, der draufklickt, der denkt sich doch, hallo? Mausi. Das sind so Sachen, also da gibt es auch Maße angenommen. Katzenwechsel. Jetzt ist Nala hier. Jemand hat geschrieben, man sieht Elsa öfter im Vlog. Ist richtig, weil die so kamerageil ist. Aber hier ist Nala. Und ich gucke Nilam. Ja, aber ich muss jetzt los. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Komm mir nicht zu nah, kleiner Flamungo. Ich wollte euch nur kurz erzählen, dass ich ab nächste Woche im EMS-Studio arbeite. Wie ihr vielleicht wisst, ich mache EMS schon seit über einem Jahr, glaube ich jetzt. Und ich habe letztens mal darüber mit meinem Trainer gesprochen. Ich so, wie sieht's aus? Sucht ihr nicht eventuell noch jemanden, der hier arbeitet? Und er so, ja. Ja, und jetzt haben wir gerade mit dem gesprochen. Also ich und er und Chef und alle. Und ja, das fange ich dann nächste Woche an. Das ist ganz cool, ich freue mich. Also das war schon mal eine Nachricht, die ich euch jetzt überbringen kann.
Und ich habe jetzt Hunger. Und da ich nur noch 3 Tage essen kann, was ich will, mache ich das jetzt. Und ich mache mir French Toast. Ich habe richtig Bock auf French Toast. Scheiße, ich glaube, ich habe keine Eier. Ich heule. Scheiße. Oh nein. Okay, weil ich ein Opfer bin, gehe ich jetzt nochmal runter und hol Eier. Fun Fact, ich will das nämlich immer sagen und dann denke ich, ihr wisst gar nicht, wovon ich rede. Kennt ihr dieses FML, also Fuck My Life? Bevor ich wusste, dass es Fuck My Life heißt, habe ich das so gelesen und dachte, FML, was ist das? Und dann habe ich so gesagt, fick mich lustig. Also wundert euch nicht, wenn ich mal sage, fick mich lustig, das ist einfach nur ein Insider von mir selbst, weil ich zu dumm bin, um zu wissen, was das richtig heißt. Was kann ich eigentlich? Fick mich lustig. Ich habe Eier. Das heißt, ich mache jetzt French Toast. So gerollte French Toast mit Nutella und Ei. Mit Nutella und Erdbeeren. Und guckt mal, für meine Stoffwechselkur habe ich jetzt ein Eiweiß in Tropical Ananas. Bin voll gespannt darauf. Ja. Okay, also ich habe mir jetzt ein Rezept rausgesucht und dafür brauchen wir Toast. Sowas wie Nutella. Ich habe jetzt Fake Nutella, ich bin nicht so. Ja, ne? Dann habe ich Erdbeeren klein geschnitten. Hier habe ich Zimt und Zucker, das wird jetzt vermischt. Und 2 Eier und einen Schuss Milch. Das vermische ich jetzt erstmal. So, das wurde jetzt schon mal vermischt. Jetzt nehmen wir uns ein paar Scheiben Toast und schneiden erstmal die Ränder ab. Okay, so vorher. Nachher. Und jetzt nehme ich mir diese tolle Flasche und rolle diese Dinger platt. Mhm. So, ich kann euch jetzt schon mal empfehlen, nehmt lieber diese großen Toasts, diese Sandwich Toasts, weil die sind halt sehr klein. So, und jetzt bestreichen wir die. Jetzt kommt dieser Nutella-Öffnungsmoment. Elsa, könntest du bitte gehen? So, jetzt bestreiche ich die erstmal alle mit Nutella. Beziehungsweise, also ja, ich bestreiche sie mit Nutella. Und dann, so, und dann kommen da ein paar Erdbeeren drauf. Nicht so viele, weil die ja nicht so groß sind. So, und dann wird das irgendwie gerollt. Like this, vielleicht sind das ein bisschen viele Erdbeeren. Yum, yum, yum. So, und dann kommt das erstmal zur Seite. Und das mache ich jetzt mit allen anderen auch. So, nun sind sie fertig. Ich habe die Pfanne jetzt auch schon mal heiß gemacht. Ein bisschen Öl. Jetzt kommt das Ganze erstmal... Voll Nutella am Finger. Kommt das Ganze erstmal hier in the egg. And then in the Zuckerzimt. And then in the Pfanne. Und dann wird es gebraten. Mmh. Na, was sagt er? Kann sich sehen lassen, oder? Boah, voll geil. Yum. Oh mein Gott, mein kleines YouTube-Fangirl-Herz schlägt höher. Guckt es euch an. Anna Coney ist schwanger. Ich könnte gerade weinen vor Freude. Ich finde das so cool. Oh, ist das schön. Ich freue mich voll. Wie geil ist das denn? Noch ein kleines Coney Julies Baby. Falls ihr diese YouTuber nicht kennt und nicht guckt, fangt an. Ich sag's euch, guckt die Coney Julies. Guckt sie. Ich werde bei einer Geburt dabei sein, quasi live. Oh, ist das schön. Ich schwöre, ich bin einfach so ein Opfer. Ich gucke mir gerade den neuen Vlog von den Coney Julies an, wo die verkünden, dass sie ein Kind kriegen. Und ich habe so Gänsehaut. Ich bin so kurz davor zu heulen, aber hallo, ich bin geschminkt. Wer kennt den Struggle? Oh, das ist so schön. Ich freue mich so voll mit. Kennt ihr das einfach, wenn ihr immer, also wenn ihr täglich Vlogs von jemandem guckt, es ist einfach so, als gehören diese Leute zu eurem Leben. Das ist, als würde jetzt jemand von meiner Familie oder so ein Kind kriegen. Es klingt so dumm, ne? Aber es ist einfach so. Ich
cool. Noch ein Baby von diesen schönen Menschen. So, Freunde, ich muss jetzt gleich los zur Arbeit. Deswegen lesen wir jetzt noch mal ein paar Kommentare durch. Beziehungsweise vor. Gestern habe ich das ja nicht gemacht, wie ihr gemerkt habt. Das war aber nicht, weil ich es vergessen habe, sondern... Schluck auf. Beabsichtigt, weil einfach der Vlog schon relativ lang war und ich dachte, es muss ja nicht unbedingt jeden Tag sein, weil manche das ja auch nicht so gerne gucken. Aber heute gibt es wieder welche, deswegen suche ich jetzt mal was raus. Hat jemand gefragt, wie ich auf Instagram heiße? Jonessa, wie überall, mit 2 O. Könntest du mal, Johanna fragt, könntest du mal mit Laura und Nicole ein Video zusammen drehen? PS, beste YouTuberin, hab dich lieb, danke, ich hab dich auch lieb. Schau doch mal die Videos, die wir schon gemacht haben. Also wir haben schon eine Whisper-Challenge zusammen gemacht, eine Gurgel-Challenge, noch eine Gurgel-Challenge, eine Wer-bin-ich-Challenge. Falls du die noch nicht kennst, kannst du dir die gerne mal angucken. Zimtzicke schreibt, ich kenne zwar dieses Dolemi-Lied nicht, aber dieses Scheißwort. Danke, Nessa, scheiß Ohrwurm, bei dir anscheinend auch. Ja, Dolemi, Dolemi, Dolemi. Könntest du mal ein Tutorial über deine Locken machen? Ja, habe ich schon gemacht. Guck mal meine aktuellste Haarroutine. Da zeige ich, wie ich meine Locken mache, diese Locken. Du bist so hübsch. Magst du Bollywood-Filme? Wenn ja, auf YouTube gibt es eine richtig schöne Liebesgeschichte. Nicht so wirklich. Also, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal einen Bollywood-Film geguckt habe, aber deswegen, nee. Also, ich weiß es nicht, aber ich kann es nicht sagen, aber ich sag mal nein. Random. Die Jenny fragt, wann ich Geburtstag habe. Am 29. Dezember. Bist du eigentlich zufrieden mit deinem Gesicht und sowas? Nee. Bist du eigentlich mit deinem Gesicht und sowas zufrieden oder würdest du auch mal eine Schönheits-OP machen lassen? Also generell bin ich nicht abgeneigt oder so. Ich sag nicht komplett, oh mein Gott, ich bin voll gegen Schönheits-OPs. Wenn jemanden etwas stört und er das für sich machen möchte, soll er das gerne machen. Ich würde jetzt in meinem Gesicht zumindest keine Schönheits-OPs machen. Was bei mir so ein Thema ist, was ich vielleicht mal machen lassen würde, wären meine Brüste. Einfach, weil ich es schöner finde, wenn ich größere Brüste hätte. Ja, aber das muss jeder für sich selbst entscheiden. Also manche sind da komplett dagegen, das akzeptiere ich auch. Manche sind halt dafür und machen es jedem das Seine. So, oh nein. Hier fragt noch jemand, wie ich dazu kam, Daily Vlogs zu drehen. Ja, wie kam das? Ich habe ja immer zwischendurch so ein paar Follow-Me-Rounds gemacht, hauptsächlich im Urlaub. Und das hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und irgendwann dachte ich so, mein Leben ist zwar jetzt nicht so mega interessant, aber vielleicht filme ich einfach mal täglich. Einfach, weil ich darauf Bock habe. Ich habe Bock, mit euch in Kontakt zu stehen, Bock, mit euch zu quatschen. Ich liebe es, wenn ihr meine Videos feiert. Und meine Nase juckt die ganze Zeit. Und deswegen habe ich damit angefangen, weil ich es einfach geil finde, weil ich richtig Spaß dran habe. Und ich hoffe, ihr auch. Die Vicky fragt, kann es sein, dass du nur Primark-Klamotten hast? Ja, so ungefähr. Wie kommst du an diese mega coolen Harry Potter-Spiele? Ich liebe deine Videos, dankeschön. Die gibt's überall, wo es Spiele gibt. Also je nachdem, für die Wii oder für die Playstation. Ich gucke entweder im GameStop, also ich kaufe die gebraucht, oder bei Andres. Das gibt's bei uns. Ich weiß nicht, ob es das überall gibt. Und dann fragt hier noch jemand, ich bin Harry Potter auch so am Suchten. Aha, welchen Teil magst du am liebsten? Also wenn es jetzt um die Spiele geht, dann kann ich das nicht sagen, weil ich die generell alle cool finde. Da kann ich mich nicht wirklich festlegen. Und die leider fragt hier noch, was mein Lieblingsessen ist. Burger. Definitiv Burger. So, und ich glaube, das war's. Ja. So, ich würde sagen, dann beende ich jetzt mal das Video. Ich muss nämlich jetzt los zur Arbeit. Ich bin noch mal wieder ein bisschen spät dran, aber noch im Rahmen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Was tue ich hier? Tschüss, bis morgen.